Was ist glykiertes Hämoglobin? Glykiertes Hämoglobin ist eine modifizierte Form von Hämoglobin, die im Blut der meisten Menschen vorhanden ist. Die Kontrolle des Blutspiegels im Verhältnis zum normalen Hämoglobinspiegel wird durchgeführt, um Patienten mit Diabetes mellitus zu überwachen. Der Wert entspricht dem durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der Patienten in den letzten 2 Monaten. Viele Ärzte messen den glykierten Hämoglobinwert und verwenden die Informationen zur Auswahl der Diabetesbehandlung eines Patienten. Hämoglobin ist ein sauerstofftragendes Molekül, das in roten Blutkörperchen vorhanden ist. Jedes Hämoglobinmolekül besteht aus 4 Polypeptidketten, die durch eine Reihe chemischer Bindungen miteinander verbunden sind. Wenn das Hämoglobin einer Umgebung mit hohen Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt wird, kann es 4 Sauerstoffmoleküle binden. Dieser Sauerstoff wird später an periphere Gewebe abgegeben, die Sauerstoff benötigen. Glucose ist der Hauptzucker, den der Körper für Lebensmittel verwendet. Es kann in der Nahrung aus kohlenhydratreichen Lebensmitteln oder aus dem Abbau von Proteinen und Fetten gewonnen werden. Viele Gewebe, einschließlich der roten Blutkörperchen und des Gehirns, sind darauf angewiesen, Glucosemoleküle aus dem Blut zu gewinnen, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Glucosemoleküle können in rote Blutzellen eindringen und als Brennstoff dienen. In der Zelle kann die Glucose in einem als Glykosylierung bezeichneten Prozess an das Ende einer der Hämoglobin-Polypeptidketten binden. Diese Reaktion wird offiziell als nicht-enzymatische Glykosylierung bezeichnet, da die Reaktion ohne die Hilfe eines Proteins, das als Enzym bezeichnet wird, abläuft und unter anderen Umständen chemische Reaktionen beschleunigen würde. Bei normalen Patienten sind 5% des gesamten Hämoglobins glykosyliertes oder glykosyliertes Hämoglobin. Patienten mit Diabetes mellitus haben aufgrund von Problemen mit dem Hormon Insulin einen hohen Blutzuckerspiegel. Nicht-Diabetiker haben einen nüchtern Blutzuckerspiegel von weniger als 100 Mikrogramm pro Deziliter, während Diabetiker einen Spiegel von mindestens 126 Mikrogramm pro Deziliter haben. Der höhere Blutzuckerspiegel bei Patienten mit Diabetes führt dazu, dass mehr Blutzucker in die roten Blutkörperchen gelangt. Es führt zu einer nicht-enzymatischen Glykosylierung und einem höheren glykierten Hämoglobinwert. Glykiertes Hämoglobin wird klinisch als Marker für die Glukosespiegel verwendet, die Patienten in ihrem Blut hatten. Es wird auch als Hämoglobin A1c bezeichnet, das auch als HbA1c bezeichnet wird. Der Spiegel spiegelt den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel wider, den ein Patient in den letzten 2 Monaten hatte, da rote Blutkörperchen und damit das in den roten Blutkörperchen enthaltene Hämoglobin eine Halbwertszeit von ungefähr 60 Tagen haben. Das Überprüfen des glykierten Hämoglobins bietet einen Vorteil gegenüber dem einfachen Überprüfen des Blutzuckerspiegels, da es Informationen zur Blutzuckerkontrolle über einen längeren Zeitraum liefert und der Blutzuckerspiegel nur eine Momentaufnahme des aktuellen Blutzuckerspiegels liefert. Bei Diabetikern wird der glykosylierte Hämoglobinspiegel typischerweise alle 3 bis 6 Monate überprüft. Das Ziel für die meisten Patienten ist es, dass ihr glykiertes Hämoglobin weniger als 7% ihres Gesamthämoglobins ausmacht, was einem durchschnittlichen Blutzuckerspiegel von ungefähr 154 Mikrogramm pro Deziliter entspricht. Ärzte verwenden die Messung häufig als Weg, um einen Behandlungsplan für Diabetiker auszuwählen. Steigende Werte könnten auf die Notwendigkeit hinweisen, ein weiteres Diabetes-Medikament zum Behandlungsplan eines Patienten hinzuzufügen.